Ich grüße euch von Herzen. Es ist Weihnacht und Heiligabend. Viele sagen, früher war alles besser, schöner, besinnlicher. Aber was war früher anders? War es vielleicht eine andere Zeit? Ja, es war anders. Der Geist und der Sinn der Weihnacht in den Familien war anders. Aber besser? Nun, das muss ein jeder für sich entscheiden. Und heute ist Heiligabend. Der Weihnachtsbaum ist aufgestellt. Größer, teurer. Früher glitzerte das Staniollametta am Christbaum und echte Kerzen leuchteten im lichten Schein. Selbstgebastelte Stroh- und Holzsterne, Engelchen und verschiedene große bunte Kugeln wurden am Baum dekoriert. Und auf der Tannenspitze saß ein Engel mit wunderbarem goldenen Haar. Heutzutage haben wir eine andere Zeit. Heute sind stromsparende LED-Kerzen angebracht. Aber dafür gibt es auch weniger Wohnungsbrände. Doch eins ist geblieben, der heilige Abend. Heute ist Weihnacht und die Christen in der Welt feiern das Fest der Liebe, denn Christus ist geboren. Eine schöne, besinnliche Adventszeit liegt hinter uns und nun feiern wir das Weihnachtsfest. Ein Fest der großen göttlichen Liebe, ein Fest des Friedens. In den Herzen der Menschen entsteht ein Gefühl von Verstehen und Vergeben. Das lässt ein friedvolles Leben erhoffen. Denn Christus ist geboren. Die Kleinen sitzen vorm Christbaum und ihre Augen leuchten im Glanz des Lichtes. Sie warten auf den Weihnachtsmann und das Christkind. Sicher war ihr Wunschzettel lang. Und welcher Wunsch geht davon wohl in Erfüllung? Die Großen danken im frohen Zusammensein der Liebe. Alle zusammen singen fröhliche Lieder und sagen, danke, dass wir uns haben, denn das ist das Wichtigste. Die Christen der Welt feiern die Geburt des Christuskindes. Es ist Heiligabend, denn heute ist der Heiland geboren. Hosianna, Hosianna, gelobt sei Gott in der Höhe. Lasst uns dieses Fest gemeinsam feiern, in einer besinnlichen, lichtvollen Zeit. Ich wünsche euch ein wundervolles und friedvolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Von ganzem Herzen, eure Deria und ihr Team.